Willkommen zurück zu Final Fantasy VII, wo wir das letzte Mal Story nicht durchgeführt, nicht durchgegangen sind, weil es sonst zu lange gedauert hätte. Na gut, das Haus hätte man noch durchsuchen können wahrscheinlich. Halt, da ist eine Truhe, warum habe ich die gerade nicht gesehen? Und warum ist das alles so bohrarm? Wir haben Barrett nicht dabei, das ist eine Barrett-Waffe. Die Steuerung ist total komisch. Ich lenke jetzt nach links und jetzt nach rechts. Hoch, runter. Das ist genau verkehrt für mich. Da ist ein kleines Propellerflugzeug. Da ist das Shinra-Logo drauf. Tiny Bronco. Das ist cool. Ob wir das Flugzeug leihen dürfen? Kann ich helfen? Nein, wir bewundern es nur. Wenn ihr fliegen wollt, fragt bitte den Captain. Er müsste in der Rakete sein. Ich bin Gera. Und wie heißt ihr? Ich bin Kabarok. Tifa, nett dich kennenzulernen. Vince, von Beruf bin ich. Egal. Du gehörst also nicht zu Shinra? Ich dachte, du bringst uns die Zusage, dass das Weltraumprojekt wieder startet. Hä? Präsident Rufus wird erwartet. Der Kapitän ist den ganzen Morgen unruhig. Rufus? Oh, ich hätte, ja, ich hab einen Bosskampf fast vergessen, der ja noch kommen muss. Auf den freue ich mich gerade jetzt. Haha, ist das toll. Aber wir gehen jetzt mit zur Rakete. Deswegen war noch besser, dass wir die Story nicht gemacht haben. Wenn der Bosskampf tatsächlich kommt. Weiß ich nicht, wie lange der dauert, aber wir haben Beta, wir haben Trine, wir haben Aqualung. Wir haben so eine ganze Menge guter Spells, den wir kurzen Prozess machen können. Und habe ich noch irgendwo einen freien Platz? Nein, wir können noch nicht, immer noch nicht, Odins Bosskampf-Variante zeigen. Wenn ich mal ein paar Slots mehr habe, dann zeige ich das auch. So, wir in der Rakete hieß es. Oh, jetzt brauche ich einen USB-Stick, ist gut. Ja, okay. Was macht er denn hier? Wir haben gehört, der Kapitän sei hier. Kapitän, ich bin der Kapitän. Ich heiße Sid, aber jeder hier nennt mich Kapitän. Was willst du? Erzähl mir von dieser Rakete. Wow, nicht schlecht für einen Jungspund. Also gut, ich erklär's. Was ich hier gerade mache, warum ich so komisch klinge, ist, ich habe einen USB-Stick im Mund, weil Sid eigentlich immer eine Zigarre im Mund hat. Auch wenn man es nicht sieht, aber Sid ist Raucher, hat immer eine Zigarre im Mund und die ist so zwischen den Mundwinkel geklemmt und das imitiere ich gerade auch. Also gut, ich erkläre es. Dir ist klar, dass Shinra während des sinnlosen Kriegs jede Menge technisches Gerät entwickelt hat. Jetzt ist es eine Merkfirma, aber damals waren sie Wochenhersteller. Okay, ich lasse es. Ist blöd. Damals waren sie Waffenhersteller. Sie haben einen Raketenantrieb entwickelt. Alle waren begeistert von dem Gedanken, im Weltraum vorzudringen. Unsere Träume wurden immer gewagt. Sie stellen eine Menge Geld bereit und bauen einen Prototyp nach dem anderen. Schließlich wurde Shinra 26 fertiggestellt. Sie werden den besten Piloten ganz Shinra. Nein, in der ganzen Welt. Mich, ist ja klar. Endlich war der Tag des Starts gekommen. Alles lief gut. Ich versuche den so ein bisschen zackiger und auch ein bisschen militärischer vielleicht zu machen. Aber wegen Gera, der blöden Kuh, wurde der Start vermasselt. Deswegen sind sie so knickrig geworden. Und daher haben die Shinra das Raumfahrtprogramm gestoppt. Und das, nachdem sie mir gesagt hatten, dass die Zukunft in der Raumforschung liegt und ich mir Hoffnung machte. Zum Teufel mit denen! Und dann, als sie herausfanden, dass Makroenergie profitabel ist, war alles aus. Dann haben sie überhaupt keinen Gedanken mehr an die Raumfahrt verschwendet. Geld, Kohle, Rubel. Für die war mein Traum nichts als ein paar Zahlenkolonnen. Schau dir diese verrostete Rakete an. Darin sollte ich als erster Mensch ins All fliegen. Jeden Tag steht sie ein bisschen schiefer. Bei dem Tempo weiß ich nicht, was zuerst passiert. Das Ding fällt um oder ich bin hier weg. Meine letzte Hoffnung ist ein Gespräch mit dem Präsidenten. Och Mann, ich wollte eigentlich noch die anderen Dinge fragen. Ob ich sein Flugzeug leihen darf zum Beispiel. Ja gut, Shinra-Musik kann man schon die ganze Zeit. Ich warte gerade auf so Präsident Rufus Shinra-Musik. Dass ich wieder so einen schleimigen Typen reden darf. Und er wird ja sicher auch wieder von Zeng begleitet. Und Reno. Und Rude.
Und Elena. Vielleicht ist Elena auch dabei. Na, ich weiß nicht. Die Turks sind schwer zu sprechen. Und die Shinra-Leute? Okay. Muss ich raus? Nee. Ah, ich habe eine Idee, was ich machen könnte, um weiterzukommen. Das ist aber so blöd, wenn man irgendwo einen Storypunkt finden muss. Aber, ja, dachte ich doch. Shira wurde ja erwähnt, deswegen gucken wir mal bei ihr vorbei. Entschuldigung, Kabarak? Ich weiß, die redet sehr ähnlich wie Aerith, aber passt schon. Hat der Kapitän was gesagt? Nein. Ach. Fuck, Shira, bist du blind? Wir haben Gäste, bring den Tee. Entschuldige. Es ist auch schwer, Sid, Vince und Barrett zu unterscheiden, weil die haben gerade bei mir sehr ähnliche Stimmen. Bitte, keine Umstände wegen uns. Halt die Klappe, pflanz deinen Hintern auf den Stuhl und trink den vermaledeiten Tee. Das heißt verdammten Tee, sorry. The damn tea. Ah, ich bin so wütend. Shira, ich bin im Hof und möbel den Bronco auf. Und du kümmerst dich um den Tee, alles klar? Und ist mal wieder nicht gut für meinen Hals. Arme Shira, das war zu hoch. Entschuldigung, es ist unsere Schuld. Nein, nein, er ist immer so. Ich kann nicht fassen, dass du das gefallen lässt. Nein, es ist wegen meines blöden Fehlers. Ich bin es, die seinen Traum zunichte gemacht hat. Was ist passiert? Hey, beweg deinen Hintern, du bist lahm wie eine Schnecke. Da würde sogar der Mund anfangen zu gähnen, wenn er dir zusehen müsste. Entschuldigung. Verschwende nicht so viel Zeit, den Sauerstofftank zu überprüfen. Shira, es ist gut, vorsichtig zu sein, aber man kann es auch übertreiben, so oft wie du den Sauerstofftank überprüfst. Das Ding geht nicht kaputt, nicht mal, wenn die Hölle zufriert. Aber... Kein Aber! Du bist doch nicht blöd, mach ein bisschen zu. Tut mir leid. Kapitän, unser Traum wird endlich wahr. Wir sind stolz darauf, am Start der Shinra 26 beteiligt zu sein. Kapitän, alle Vorbereitungen sind abgeschlossen, alles startklar. Okay, überlasst alles mir. Bin bald zurück. Alles klar, Captain. Erfüll unseren Traum. Danke, Jungs. Bin dafür, dass alles gut geht. Instrumentenanzeige. Alles in Ordnung. Shinra 26, startbereit. Motorendruck steigt. Shinra 26, 3 Minuten bis zum Start. Countdown läuft. Endlich. Was zum? Was ist los? Sid, wir haben einen Notfall. Im Antriebsbereich befindet sich immer noch ein Techniker. Was? Wer ist das kleine... Ah, ja. Vor allem, dass sie dann Ad benutzen fürs Loch. Ich weiß nicht. Sprechanlage im Antriebsbereich aktivieren. Hey, verdammt! Wer ist da noch drin? Ich bin's, Shira. Captain. Kapitän. Keine Sorge. Mach weiter mit dem Start. Shira, was machst du denn immer noch da drin? Ich bin immer beunruhigt. Die Werte des Sauerstofftanks waren nicht zufriedenstellend. Du kleine, blöde... Da drin wird so heiß werden, dass von dir kein Fetzen mehr übrig bleibt, wenn wir starten. Du wirst ein Stückchen Kohle zusammenschmoren. Du wirst sterben, das ist ja klar, oder? Das ist mir egal. Wenn ich das hier reparieren kann, wird der Start ein Erfolg. Ich bin fast fertig. Das ist Hingabe. Fast fertig, du wirst draufgehen. Sid, wir müssen mit dem Kondon anfangen. Wenn nicht, schaffen wir es nicht. Toren starten. Hey, Moment mal. Shira ist aber noch da drin. Was wirst du tun, Sid? Falls wir abbrechen, müssen wir bis zum nächsten Start 6 Monate warten. Verdammt, Shira, willst du nichts mehr da machen? Kapitän. Shira? Tank 7 ist in Ordnung. Wenn ich mit Tag 8 fertig bin, ist alles startbereit. Na los, Shira, beeil dich, du wirst sterben. 30 Sekunden bis zur Zündung, Connor läuft. Sid, vergiss sie, wir schaffen sie rechtzeitig. Was soll ich machen? Das ist schön, ich kann hier nichts machen. Die Zeit läuft einfach. 15 Sekunden bis zur Zündung, Innentemperatur steigt. Oh Mann, der Mond, der Weltraum, meine Träume. Zündung durchführen. Verdammt! Klick. Und da müsste eigentlich schon durchgebraten sein. Und warum die Rakete schräg stehen bleibt, kann ich mir auch nicht erklären.
Der Schwerpunkt ist schon zu weit draußen. Die kann eigentlich nicht mehr stehen. Und plötzlich haben wir da Rocket Town. Jahre später. Er hat den Notausschalter des Antriebs gedrückt und die Mission abgebrochen, um mein Leben zu retten. Daraufhin wurde das Raumfahrtprogramm gestoppt und der Stadt gestrichen. Wegen mir wurde sein Traum zerstört. Deswegen ist es okay. Mir ist egal, was der Captain sagt. Ich lebe nur für ihn. Scherer! Da hast du ja immer noch keinen Tee serviert. Entschuldige. Sid ist schon so ein bisschen ein Arschloch. Los, setzt euch hin. Oder ist meine ganze Gastfreundschaft etwa nicht gut genug für euch? Die sind spät dran. Wo bleibt Rufus? Hallo, lange nicht gesehen. Na Sid, wie geht's? Ich weiß, Palmer hat eine andere Stimme, aber es passt einfach gerade besser. Na, wenn das sind wir die tolle Palmer. Wie lange wolltest du mich noch warten lassen? Und, wann wird das Raumfahrtprogramm wieder gestartet? Weiß ich nicht. Der Präsident ist draußen, warum fragst du nicht ihn? Ja, fuck, so nichts gebrauchen, der fette Sack. Sag nie wieder fett! Oh, Tee. Kann ich auch etwas haben? Mit viel Zucker und Honig und, ach ja, vergiss den Schmalz nicht. Reden wir mal mit Palmer. Mit Shira. Jetzt mit Palmer. Kennen wir uns? Ist der Tee noch nicht fertig? Mit viel Zucker? Ja. Das Schöne an der Geschichte ist ja, wir kennen Palmer, aber Palmer kennt uns nicht. Ich würde gerne jetzt fliehen, aber gut, dürfen wir nicht. Sondern wir müssen natürlich, wie soll es anders sein, raus zu Rufus. Was zum? Du hast mich für nichts und wieder nichts aufgeregt? Warum bist du dann hier? Ich will kleiner Bronco ausleihen. Wir sind hinter Sephiroth her, aber es scheint, dass wir die falsche Rechnung erwischt haben. Aber ich glaube, jetzt wissen wir, wohin er unterwegs ist. Wir müssen aber den Obsidian überqueren. Deswegen wollen wir dein Flugzeug. Fuck, erst das Raumschiff, dann die Rakete und jetzt auch noch die Bronco. Shinra hat mir das Weltall angenommen und jetzt willst du mir noch den Himmel wegnehmen. Oh je, du scheinst zu vergessen, dass du ohne Shinra Inc. gar nicht erst geflogen wärst. Wie bitte? Entschuldigung. Hier entlang. Wo ist Palmer? Du wolltest meinen Bronco benutzen, oder? Ich glaube, Palmer holt ihn gerade. Warum redest du nicht mit ihm? Hehe. Das ist so schön. Warum muss ich als Leiter des Weltraumprojekts sowas machen? Na, da wollte ich eigentlich so reden. Warum muss ich als Leiter des Weltraumprojekts sowas machen? Los, Tiny Bronco. What? Gib uns die Tiny Bronco. Den Tiny Bronco. Dich habe ich doch schon irgendwo gesehen. Ich weiß, das Shinra-Gebäude, als der Präsident getötet wurde. Wache! Und wir haben einen Bosskampf gegen Palmer. Den dicken Sack. Mit dem Makrogewehr. Und wie es halt immer ist, erstmal analysieren, bestehlen und mal einen Megaschutz anmachen. Nichts zu stehlen. Okay. Soweit ich weiß, hat Palmer nichts Besonderes. Außer, dass er mit seinem Hintern angreifen will. So, ich mach mal ein Beta, ein Trine. Alles, was mir so einfällt. Feuer 2. Ich meine, wir dürfen All-In gehen. Er hat nichts, er darf einfach sterben. Noch 3000 Leben, das ist schon fast nichts mehr. Oh, er kann Eis 2. Vielleicht hätte ich den Schutzschild nicht aktivieren sollen. Das ist halt echt toll mit der Mega, gerade mit der Mega-Wall. Big Guard. Das müsste eigentlich schon gewesen sein. Wenn ich jetzt angreife ein, zwei Mal. Bite my ass. So. Und der Tiny Bronco. So, wird er rennt und warum? Warum? Also das ist echt eine
Warum-Situation. Ja, schneller Bosskampf. Sehr schneller Bosskampf. Und ein Edin-Reif, was auch immer das ist. Hüpf, hüpf. Er hält nicht. Egal, steigt alle ein. Okay, Tifa springt, während sie schon fliegt. Und niemand, der steuert. Aber hey, wir haben ein Flugzeug. Komm, Cloud, als ehemaliger Soldier musst du doch eigentlich fliegen können, oder? Und Sid rennt schneller, als ein Flugzeug fliegt. Das finde ich auch sehr interessant. Und der Bronco wurde getroffen. Für mich ist es die Tiny Bronco, aber sorry. Mist, das Heck ist getroffen. Notlandung. Jetzt wird's nass. Reißt euch zusammen und bleibt ruhig. Wird schon gut gehen. Und wir landen im Wasser. Klatsch. Zum Glück ist die Tiny Bronco ein Wasserflugzeug. Der fliegt nimmer. Können wir nicht als Boot nutzen? Fuck, mach was du willst. Sid, was wirst du jetzt tun? Keine Ahnung, bei Shinra bin ich unten durch und die Stadt kann ich auch vergessen. Und was ist mit deiner Frau? Was ist mit Shira? Frau, du machst Witze. Allein der Gedanke ans Heiraten jagt mir kalte Schauer über den Rücken. Was werdet ihr tun? Wir suchen einen Mann namens Sephiroth. Irgendwann müssen wir auch den Shinra-Boss Rufus kriegen. Davon weiß ich nichts, aber... Zum Henker, ich bin dabei. Wie steht's mit euch? Mach, was du willst. Schön dabei zu sein, ihr Hohlköpfe. Hohlköpfe? Ja, wer so dumm ist, es mit Shinra aufzunehmen, muss einfach ein Hohlkopf sein. Mir macht Spaß. Wohin geht's? Rufus folgt der Sephiroth zum Tempel des alten Volkes. Wirklich? Wo liegt der, dieser Tempel des alten Volkes? Keine Ahnung, Rufus sagt, er ginge in die falsche Richtung. Also vielleicht hier lang? Wir sollten einfach an Land gehen und fragen. Tempel des alten Volkes? Der Name lässt mir keine Ruhe. Oh ja, der Tempel des alten Volkes. Okay, mit der Tiny Bronco, dem Tiny Bronco, können wir über niedriges Wasser schwimmen. Und dann, Moment, Edin-Reif. Keine Verknüpfung, aber ganz gute Werte. Keine Verknüpfung ist natürlich schade, weil dann die alle nicht mehr geht. Dann gib mal deine Gift ab. Und die Hitze. Hat er jetzt Hitze, Gift? Was hast du jetzt noch? Genesung, Gewitter, Kältezeit. Ja, das passt. Weil dann kann ich jetzt auch hier mal unseren guten Odin wieder mitnehmen. Ja. Genau. Mit der Tiny Bronco können wir jetzt, wie gesagt, über niedriges Wasser fahren. Also hier. Da kann man fahren. Da nicht mehr. Und damit haben wir jetzt ein bisschen mehr in der Welt verfügbar. Und jetzt gibt es zwei Sachen, die man machen sollte, machen will. Ja, man will natürlich zum Tempel des alten Volkes, klar. Ich kann auch genau sagen, wo der ist. Aber das ist nicht unser erstes Ziel. Unser erstes Ziel ist, dass wir einmal um den Kontinent außenrum wollen. Weil anscheinend gibt es keinen besseren Weg. Das Schöne ist, niedriges Wasser gibt es um den gesamten Westkontinent. Und dann gibt es eine dünne Wasserstelle ganz im Süden mit dieser komischen Insel. Und da ist dann genug niedriges Wasser, um auf den Ostkontinent zu kommen. Das heißt, wir können jetzt kostenlos zwischen den Kontinenten hin und her. Wir müssen nur dieses komische Gebrumme aushalten. Um da außen rum zu kommen und eben die entsprechende Zeit. Aber irgendwas ist ja immer. Und unser Buggy steht auch noch rum. Ich glaube aber, mit dem Buggy kann man nicht in die Tiny Bronco rein. Boah. Das ist einmal um den Kontinent, das ist so nervig. Ich hätte vielleicht auch durch den Süden können, das wäre vielleicht schneller gegangen. Aber, wenn ich es gerade richtig sehe,
ist der Part auch so ziemlich zu Ende. Deswegen... Oh nein, 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 ich muss eh durch den Süden. Okay, dann gehe ich hier mal kurz an Land und speichere ab. Eiszapfenregion, okay, passt. Benutze ich ein Zelt? Nee, eigentlich nicht. Da war noch nicht genug Geld dafür. Ich speichere ab. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Ideenumfall, Kommentare und konstruktive Kritik da und ansonsten wie immer bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und...